Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg wie im Fluge, oder genau gesagt hier um den Pummel, welches sich im BTO Gardasund befindet und zweit bei 67.13. Und ja, das Team gegen zu besiegen City folgt aus. Wir nehmen hier Düsterschnabeljunges mit Falkosaurusschwarm, Eisenhaut und Raubtierschlag, dann ein Glühwürmchen mit Kratzen, Kokonschlag und Schwarm und Icky mit wilde Kralle, schwarze Klaue und Schar. Und ja, beginnen gleich mal den Kampf und hier zu Beginn gleich mal ja, die Eisenhaut einsetzen. Und danach den Schwarm. Und zum Schluss den Raubtierschlag. Meistens ist es so, dass man den Timbo etwa auf 200 Gesundheitspunkte runterbringen kann. Und dann halt einfach mit dem weiteren Falkosaurusschwarm den Rest erledigen muss. Leider läuft der Kampf eben nicht immer gleich ab. Es kann sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr runterhauen muss beim Timber, weil der eventuell Fress noch zwischendurch eingesetzt hat. Aber es sollte auch da noch keine Probleme geben. Dann in Untotenphase ja, lassen wir halt einfach den Falkosaurus-Schwarm hier durchlaufen. Und dann kommt hier der Knuffel ins Spiel. An dieser Stelle ebenfalls hier wieder Falkosaurus-Schwarm durchlaufen lassen. Leider ist halt hier jetzt an dieser Stelle Heulen aktiv. Wenn ihr könnt, setzt zuerst Eisenhaut ein und dann erst Falkosaurus-Schwarm. Aber es kann zu Fällen kommen, dass die Eisenhaut eben noch nicht ready wäre. Und deshalb werde ich das jetzt einfach sein lassen. Also eben, es gibt so viele verschiedene Abläufe, weil eben Heulen auch nicht immer gleich eingesetzt wird. Aber zu Beginn setzt Knuffel eigentlich immer Fluch der Verdammnis ein. Und dann kommt hier der tollwütige Schlag. Und an dieser Stelle sollte es euch möglich sein, den Raubtierschlag wieder einzusetzen und den Knuffel zu töten. Wenn es nicht passieren würde, hätte man halt einfach das Glühwürmchen noch hineinbringen müssen. Und meistens mit einer Kratzenattacke sollte der Knuffel auch recht weit runtergebracht werden. Und danach halt er eben setzte meistens dann Todstellen ein. Jetzt an dieser Stelle ist es halt einfach wichtig, dass Düsterschnabeljunges halt den Fluch der Verdammnis abbekommen hat. Was danach passiert, ist eigentlich relativ offen. Aber in der Untotenphase von Knuffel kann man eigentlich ja passen. Und dann schickt man das Glühwürmchen ins Spiel. An dieser Stelle sollte man dann halt einfach den Schwarm durchlaufen lassen und dann zum Schluss kratzen. Aber es gibt auch da wieder verschiedene Abläufe. Es kann sein, dass Leichenexplosion recht weit recht früh eingesetzt wird, etwa so bei 600 Punkten. Es kann aber auch sein, dass ihr dem Pummelchen nie diese Leichenexplosion einsetzen seht. Aber eben, es gibt viele verschiedene Szenarien an diesem Kampf. Da einfach Kratzen einsetzen und dann sollte dann Pummelchen ebenfalls im Dreck liegen. Falls nicht, einmal Kokonschlag, was sollte eigentlich am Glühwürmchen möglich sein, diese Attacke einzusetzen. Ansonsten würde ich einfach in der Überlebensphase vom Pummelchen diese Attacke einsetzen als den Kokonschlag, um nicht ja, blöderweise zu sterben, aber man hat ja noch Icky im Hintergrund. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.